stream es auf der Switch. Und das Ganze bei Twitch. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Heute spielen wir ein paar Zuschauerlevel, die beim letzten Stream nicht drankamen. Das erste ist von Just Smart Kev. Der wird jetzt garantiert nicht zugucken, weil der mich nur von YouTube kennt, aber egal. Wollen die? Ich habe so Leute, die immer bei YouTube fragen, wann ich denn endlich streame. Jetzt habe ich natürlich bei YouTube nicht Bescheid gegeben, dass ich bei Twitch streame und die haben jetzt einfach gar keinen Plan. Und dann wundern die sich, dass die Videos irgendwann bei YouTube landen. So, das letzte Level von dem Smart Kev war nämlich sehr kaputt. Ich bin gespannt, ob das hier auch so kaputt ist. This is my second level, I hope you enjoy it. Okay. Ja. Hohe Abschlussrate kann nicht so schwer sein. The Secret of the Pyramids. Ist da wohl ein Yu-Gi-Oh! Duell geben wird? Ein Duell der Schatten oder so? Nope. Hä? Hä? Ah, die ist von diesem Busch hier abgeprallt. Lol, das wusste ich auch nicht. Und jetzt? Brauche ich die? Ja. Hä, die geht da sogar instant durch? Okay, ich raff hier einfach gar nichts. Ich denke mal, das wird kein allzu schweres Level sein. Siegbedingungen haben wir auch nicht, ne? Wir brauchen aber ein Päckchen von den Schlüsseln. Das ist eine 30er Münze. Will ich da denn überhaupt hin, ist die Sache. Ja, easy. Aber immer dieser blöde Stil hier. Ich mag den am wenigsten, muss ich sagen. Diesen Super Marios, diesen ganz alten. Okay, das war schon mal richtig. Wir brauchen zwei dieser roten. Oh Gott. Wow! Ach, da sind ja Stachis. Wir brauchen zwei dieser roten Schlüsselteile und dann können wir hier durch. Nee. Ich meine, es hat ja an sich eine hohe Abschlussrate, von daher kann das nicht so schwer sein. Okay. Ich bin Tarzan. So, und jetzt gehen wir einfach raus. Ach schön. Nach dem Level, das wir da eben hatten, ist das hier richtig angenehm. Und ich krieg's halt trotzdem nicht zu sterben. Und warum sind da oben Türen? Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. So, welcher ist schwerer? Oben oder unten? Ich glaube, der unten ist schwerer. Kann sein, dass man diese Rolldinger da einstellen kann, wie schnell die sind. So, einfach durchlaufen. Ist ja... Wie habe ich das denn eben hinbekommen? Warte, wir probieren jetzt mal ganz kurz aus, was die Türen da oben machen. Vielleicht ist das ja eine Abkürzung zu den beiden Schlüsseln oder so. Lell. Okay, das ist einfach nur ein Troll. Gut zu wissen. Aber von einem Kevin kann man ja auch nichts anderes erwarten, nicht wahr? So, wie macht man das jetzt hier? Einfach... Hä, ich krieg's nicht mehr hin. Ich bin zu blöd für diesen Mario-Stil. Bibas! War das genau? Ja, das ist die Gnal... Any-Taunt-Dingsbums. Der sagt Dibas. Dibas! Weil Gnal... Oh Gott. Weil Gnal ein süßer kleiner Fratz ist, deswegen. Ja, Nas bester Char. Ich kann ihn zwar nicht spielen, aber er ist trotzdem sehr cool. Rein vom Design her. Wow, ich hab's hinbekommen. Nice. Okay. Jetzt nur nicht sterben gegen dieses Feuerding. Ich weiß nicht, wie ich hier vorbeikommen soll. Vielleicht jetzt? Ja, okay. Okay. So, jetzt schaffen wir das. Wir müssen ja eigentlich nur noch hier durchkommen. Dann sollte das doch eigentlich schon geschafft sein, oder nicht? Die ja, halt Checkpoint. Endboss kommt auch noch. Endboss am Stissel. Okay, was ist der Plan? Okay, einfach nur immer nur ausweichen, bis der sich da durchgegraben hat und dann muss der wahrscheinlich noch die Shell treffen und die Shell lässt dann höchstwahrscheinlich einen Schlüssel fallen. Nee, doch nicht. Okay, das war ja super easy. Noch ein Schlüssel? Okay. Ist hier jetzt das Ziel? Mann, ja guck mal, das ist schlechtes Game Design. Ins Unbekannte reinhüpfen ist mega dumm. Hier geht einfach ins Ziel, sonst passiert doch irgendeine Kacke. Ja! Ja, schönes Level, außer halt dieser Jump da am Ende. Sowas ist nicht cool, Jumps ins Nichts reinmachen. So, QF. Von wem ist das Level, Lance? Von It's Eduard. Good luck, toll. Das sind immer die besten Texte. Good luck. Keiner hat's geschafft bei 325 Versuchen. Ist das ein Troll-Level? Okay, what? Ich denke, man muss erstmal ganz normal rüberhüpfen. Mit einem ganz normalen Jump. Achso. Warten, rüberhüpfen. Warten. Sowas ist auch blöd. Als Game Design, finde ich. Wenn man am Anfang schon so lange warten muss. Oh.
muss das sein. Ich glaube nicht, dass ich da Bock zu habe. Schaff das Level und ich gebe dir 5 Euro. Ja, GG. Cindy, warum sagst du sowas? Ja, easy peasy für 5 Euro. Das habe ich mit Absicht eben gemacht. Gefailed. So, guck. Jetzt kommt hier der Pro raus. Also darüber, darüber, den P-Switch aktivieren, dann da landen. Alles easy. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Oh, diese Butterschuhe von Mario sind so kacke. Das ist blödes Game Design. Hätte er den nicht einfach rechts hinlaufen lassen können? Dass man hier so lange warten muss, dass man überhaupt irgendwas macht, ist einfach doof. So. Ja, okay, danke. Dann machen wir halt noch eine Runde. Kein Problem. Au! Oh, danke! Schön lang. Na, wer hat's erkannt? Wo kommt das her? Oh. So, okay, easy. Ist das hier vielleicht einfacher, wenn man den... Okay, ja! Guck mal, guck... Klick. Aber wenigstens dieser schöne Mario-Stil. Der gefällt mir auch am meisten. Ist am sympathischsten. Am zweitmeisten mag ich den mit den Katzen, weil die Katzen halt auch super süß sind. Aber da gefällt mir irgendwie das Movement nicht so gut von Mario. Ich bin zu blöd für On-Off-Switches. Oh Mann. Oh. Wenn Mario nicht so Butter in den Schuhen hätte, dann wäre das auch alles super easy. Na, oh Mann. Wieso passiert das immer? Ich habe nicht mal gedrückt. Dann. Nee. Ich krieg nicht mal den Jump da hoch hin. So, das Ding aktivieren, darüber hüpfen. Ja, easy, Alter. Easy peasy. Was ist hier der Plan? Ich weiß es nicht so genau. Ich brauche das Sprungbrett. Hä? Warte, ich muss die Blöcke oben aktivieren. Dann muss ich mir das Sprungbrett holen. Dann muss ich, während die Blöcke oben noch aktiviert sind, dann muss ich da hochgehen. Dann muss ich hoffen, dass die Blöcke sich nicht mehr rotieren. Und dann in die Tür reingehen und das alles, während der P-Switch noch aktiviert ist. Oh Gott. Oder muss man weiter nach rechts? Kann halt auch sein, dass die Tür einfach nur ein Troll ist. Das wäre richtig bitter. Mann. Mario kotzt gleich. Und dann rutscht der Stachy da unten einfach aus. Mann. Ja, und bei euch so, Leute. Wie ist das Wetter bei euch? Auch über 30 Grad? Oder wie bei mir, 35 Grad im Zimmer? So. Spinner... Mit der Spinner-Tacke kommt man aber schon besser rüber, oder? Oder ist jetzt zu kurz? Yeah. So. Nein! Ich probiere es noch einmal. Also ich möchte... Ich will noch einmal den P-Switch aktivieren und da Sachen ausprobieren. Wenigstens einmal. So, okay. Concentration! 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 Dizzy, konzentriere dich. 1, 2, 3. Easy, easy. Rüber. Ja, sieht gut aus. So, den ersten nehmen wir mit, den zweiten. Nein! So, da oben müssen wir aufmachen, dann müssen wir das... Hä? Man kann locker auch einfach rechts weitergehen. Oder soll man das Sprungbrett mitnehmen, während man über die Stacheln rüber geht? Man weiß es nicht. Egal, wir machen ein anderes Level. Dann habe ich nämlich noch eins von LP Sauri. Ist ja auch so ein schweres. Aber das ist wenigstens Speedrun. Never stop running. 20 Sekunden. On-Off-Blocks are the most common in this level. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe das nur verschoben auf später. So, Never Stop Running kann ja nicht so schwer sein. Hüpf, hüpf. Ah ja, doch, solche Level kennt man doch schon. So, der drückt das wahrscheinlich, der auch. Hä? Okay, ich muss aber auch sagen, ich bin einmal kurz nach links gegangen. Das war glaube ich, beide Schuld hier. Was für ein Stress. Hüpf. Ah, ich muss... Ja, okay. Oh, ich bleibe aber auch immer... Ich bin doof. Ich krieg's nicht mal hin, einfach nur die ganze Zeit nach rechts zu laufen. Das ist mein Problem, Leute. Nach rechts zu halten ist echt schwer. Oh. Und ich wette mit euch, selbst wenn ich das hier einmal schaffe... Okay, verstanden. Ja, ja. Dann langt die Zeit erstmal nicht. Und sonst, Leute, was habt ihr heute so gegessen? Ich habe mir heute einen Donburi gemacht. Das erste Mal in meinem Leben. Das ist so ein japanisches Gericht. Okay, verstanden. Was jetzt? Und es hat überraschend gut geschmeckt, obwohl ich es gekocht habe. Hätte ich nicht gedacht. Also Donburi ist so ein Gericht, wo unten Reis ist und da über kommt dann halt irgendein Topping. In meinem Fall war das jetzt Ei, so gequilltes Ei, was zusammen mit quasi Schnitzel oben drauf war. Ich raff nicht, wie man das hier machen soll. Dann noch so eine Gemüsesuppe. Eigentlich sollte man Danji da reinpacken, aber ich habe keinen Danji gefunden. Keine Ahnung, ob es das überhaupt in Deutschland gibt.
Das ist halt irgendwie auch so eine Gemüsebrühe, aber irgendwie was anderes. Irgendwie so eine japanische Gemüsebrühe. Ah. Geschafft? Hä? Warte, muss ich vor dem einfach nur nach unten? War auf jeden Fall leckerer als gedacht. Und dann hatte ich da noch so Gemüse, Zwiebel, nee, nicht Gemüse, Zwiebel, wie heißt das? So eine Lauchzwiebel reingetan, war richtig geil. Ich habe noch nie eine Lauchzwiebel verarbeitet. Und dabei hatte ich damals schon Wirtschaftskunde. Nein! So ein Level gefällt mir eigentlich. Das ist nämlich die eigene Blödheit, wenn man verkackt. Ist nämlich eigentlich recht nett getimed hier alles. So, okay. Und ich glaube, jetzt einfach hier runter. Ja. Und jetzt? Hä? 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 Also ich sollte auf jeden Fall mit der Kanonenkugel darüber, aber die ist einfach nicht aktiviert. Die war zu früh da. Warum? Warum? Warum tut sie mir das an? Mario, die einzige Sache, die du gut machen kannst, ist springen. Und dann machst du es einfach nicht. Das Einzige, was du kannst. Und nicht mal das macht er gut. Ich war aber doch quasi schon am Ziel. Ich muss nur noch einmal über diese Kanonenkugel. Dann habe ich es doch schon. Klick, kluck. Okay, sieht gut aus. Hier, ah nein, da rüber hüpfen. Lass mich runter. Und der geht immer, ich bin zu langsam hier, ne? Ich habe aber auch keine Zeit mehr, um da lange zu warten auf die zweite. So, ganz spät erst. Jetzt habe ich den On-Block nicht mitgenommen. Braucht man aber auch gar nicht, ne? Ich glaube, ich muss den Block nicht mal aktivieren. Nein! Ich probiere es trotzdem. Aber nur um zu gucken, was ich hier genau... Ach, diesmal hat's gepasst! Aha! Lol. Es hat sich so viel langsamer angefühlt, aber anscheinend war das richtig. Gut, dann würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.